Hallo und herzlich willkommen zu Raus aus dem Abseits, dem Frauenfußball-Podcast von 90 Min. Mein Name ist Helene Altgeld und ich bin heute wieder da mit Adriana Behrens. Hi Adriana. Hi. Und wir sind aber wieder nicht die Stars hier, denn wir haben wieder einen Gast dabei, nämlich Lena Ostermeier, unsere Spielerin des Monats April. Hallo Lena, schön, dass du da bist. Hallo, danke für die Einladung. Ja, Lena Ostermeier wird euch sicherlich schon ein Name sein. Sie ist schon sehr lange in der Bundesliga aktiv, lange Stammspielerin bei der SGS Essen. Und auch neben dem Platz hat sie beeindruckende Leistungen schon gebracht. Sie hat nämlich einen Doktortitel und ist dazu auch noch bei der Freiwilligen Feuerwehr aktiv. Ja, ich glaube, viele könnten sich wünschen, auch nur eine von diesen drei Sachen zu schaffen, so ehrenamtlich aktiv zu sein, Stammspielerin in der Bundesliga oder einen Doktortitel zu haben. Also sehr beeindruckend. Und auf dem Platz ist sie natürlich auch eine feste Größe und erlebt mit der SGS Essen wieder eine sehr erfolgreiche Saison gerade. Von Abstiegssorgen ist überhaupt nichts zu spüren und stattdessen können die SGS sogar oben ein bisschen anklopfen, liegt auf dem vierten Platz vor Hoffenheim. Ja, Lena, aktuell seid ihr sogar seit 7 Spielen ungeschlagen und habt die letzten 4 Partien in der Liga gewonnen. Das ist auf jeden Fall ein sehr guter Endspurt, würde ich sagen. Wie stolz seid ihr denn auf die Saison und wie ordnet ihr die ein? Also ich muss natürlich sagen, das ist eine Teamleistung und das betrifft nicht nur das Team, das auf dem Platz steht, sondern generell alle, die sich darum kümmern, der Verein, alle, die im Hintergrund arbeiten. Weil am Anfang haben natürlich alle gesagt, wir sind der Abstiegskandidat Nummer 1, aber ich glaube, wir zeigen dieses Jahr ganz gut, dass wir, auch wenn wir nicht diesen Luxus, sage ich mal, aus anderen Vereinen haben, dass wir da schon ganz gut mithalten können, weil wir einfach unseren Stiefel runterspielen. Ja, also wir können wirklich stolz auf uns sein, was wir da geleistet haben und wir haben einfach Spaß am Fußball. Das passt im Moment alles super und das freut uns natürlich umso mehr, dass wir dann eben auch nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Und ich muss natürlich auch sagen, je besser das läuft, desto schneller kommt man dann auch auf andere Gedanken. Also ich kenne es auch noch aus den letzten Jahren. Dann hat man vielleicht mal ein paar schlechte Spiele und man guckt dann eher nach unten in der Tabelle und dann im nächsten Spiel klappt es dann auch nicht so gut. Aber das haben wir dieses Jahr gar nicht. Also wir haben, ich würde sagen, auch das Spielglück so ein bisschen auf unserer Seite momentan. Und von daher freut es uns alle, wie es aktuell läuft. Ja, da knüpfe ich gleich gerne an. Ich meine, klar, es ist, hat bei Essen eine richtige Entwicklung in den letzten Jahren auch manchmal stattgefunden. Und du sagst es schon, man macht sich keine Gedanken um den Abstieg, sondern jetzt geht es wirklich sogar der Blick nach vorne. Man konnte die Großen diese Saison auch ärgern, gegen Frankfurt mal gewonnen, gegen Hoffenheim schon zweimal. Und ja, wie würdest du sagen, ist diese Weiterentwicklung auch erfolgt jetzt, dass man eben sich nicht mehr untenrum orientiert, sondern wirklich auch nach vorne schaut und vielleicht auch in Zukunft noch weiter oben angreifen kann? Ich glaube, das hat ganz viel damit zu tun, dass wir mannschaftlich so geschlossen sind. Also wir verstehen uns auf dem Platz und neben dem Platz super. Und das ist nochmal ein Stück besser geworden als im letzten Jahr. Und wir haben uns auch einfach eingespielt jetzt. Also wenn man sich anschaut, wer bei uns in der Mannschaft ist und wer in den letzten Jahren schon da war, da sieht man auch einfach, dass wir ja auf dem Feld noch mehr zusammengewachsen sind. Und das merkt man dann jetzt auch in den Spielen. Und fürs nächste Jahr ist aber trotzdem wieder das erste Ziel, dass wir eben möglichst schnell nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Mhm. Das bleibt immer unser allererstes Ziel und daran arbeiten wir Tag für Tag. Und dann kam eben noch in dieser Saison dazu, dass wir auch im Trainerteam neue Impulse setzen konnten. Und ja, so ist dann noch mal ein bisschen frischer Wind reingekommen auch. Ja, und jetzt ist die Aufnahme ja vor dem Spiel von Frankfurt noch heute Abend. Theoretisch hättet ihr sogar noch die Chance auf die Champions-League-Qualifikation. Ist natürlich ja schwierig, gerade wenn Frankfurt jetzt nur noch mindestens einen Punkt braucht eben aus den letzten 2 Spielen. Aber wie ist es trotzdem, sich in so einer Position zu finden? Und ist es doch vielleicht auch ein realistisches Ziel für die Zukunft, dass man da den Angriff wagen könnte? Es ist natürlich eine schöne Momentaufnahme, aber wir wissen auch, dass wir auf uns schauen und was Frankfurt macht, das liegt in deren Händen. Und wir sind super stolz, dass wir aktuell auf dem vierten Platz stehen. Und das ist schon eine Ehre genug. Und damit hätte am Anfang niemand gerechnet. Und von daher, wir sind froh, wie es jetzt aktuell ist. Und wir gehen dann auch wieder natürlich jetzt noch ins letzte Spiel rein
und wollen da gewinnen, aber oder zumindest was mitnehmen in Wolfsburg. Das ist ja schon schwierig genug. Aber auch nächstes Jahr wird wieder das Ziel sein, so schnell wie möglich unsere Punkte zu sammeln. Und da ist jetzt erstmal nicht das erste Ziel, dass wir versuchen, auf dem dritten Platz zu landen oder sowas. Stichwort Wolfsburg, da habt ihr es auch geschafft im DFB-Pokal bis ins Halbfinale. Also da spielt ihr auch immer wieder eine Rolle, 2014, 2020 sogar im Finale gestanden. Wie sehr hat es dann vielleicht auch ein bisschen geschmerzt, dass man gegen Wolfsburg dann rausgefallen ist, aber gleichzeitig auch, wie stolz ist man, dass man es da weiter eine Rolle spielt und auch so weit geschafft hat? Da kann ich zu sagen, ich war ja in den beiden Finalspielen dabei und auch die Spiele davor, also man hat schon gemerkt, es ist was möglich in den Jahren. Und jetzt war es eben auch so, man hat von Spiel zu Spiel gemerkt, es ist was möglich. Und gerade auch bei dem Spiel in Leverkusen, da war so eine super Stimmung und man hat wirklich gemerkt, heute können wir es packen. Und dann kam natürlich das Halbfinalspiel gegen Wolfsburg und klar haben wir uns alle viel mehr ausgerechnet, aber man muss auch ganz klar sagen, die Wolfsburger, die haben das eben auch als einzige Titelmöglichkeit noch gehabt und das haben die eben auf den Platz gebracht und da konnten wir dann einfach nicht mithalten und von dem her können wir jetzt natürlich sagen, wir haben gegen den DFB-Pokalsieger verloren. Und das ist unsere einzige Niederlage quasi in der Reihe gewesen. Von daher, ich kann es gut akzeptieren. Die stärkere Mannschaft hat gewonnen und wir versuchen im nächsten Jahr unser Glück aufs Neue. Der Essen wurde ja auch in dieser Saison so als Überraschungsteam betitelt. Ist es für euch dann so zutreffend oder würdet ihr sagen, dass es einfach erarbeitet wurde und einfach jetzt, dass ihr sozusagen die Früchte erntet von dem, was ihr eben euch erkämpft habt, welche Leistung ihr gebracht habt? Ich glaube schon, dass es so ein bisschen eine Überraschung ist, wie wir spielen und dass wir vor allem auch so konstant spielen. Aber ich würde auch sagen, dass da ganz viel mit reinspielt, dass uns vor der Saison fast alle abgeschrieben haben als Abstiegskandidat Nummer 1. Und dass wir es denen einfach allen gezeigt haben. Und das macht mich sehr stolz, dass wir das so durchziehen konnten. Ja, und eine Qualität von der SGS als Verein ist ja auch, junge Talente hervorzubringen und gleichzeitig auch mit älteren, gestandenen und erfahrenen Spielern zu kombinieren. Wie ist es dann, wie kann man sich das vorstellen, auch innerhalb der Mannschaft, diese Generation, wie die zusammenkommen und auch zusammenarbeiten, auch auf dem Feld und daneben? Es ist einfach ein guter Mix, den wir aktuell haben. Wir haben die erfahrenen Spielerinnen als, ich sag mal, Säulen. Das heißt, Führungsspielerinnen haben wir und die ganzen jungen Spielerinnen, die jetzt so nachkommen, die sind mittlerweile auch schon so weit, dass sie ihre 50 Bundesligaspiele oder mehr haben. Und die haben natürlich dann mittlerweile auch schon eine super Erfahrung gesammelt und können sich auch immer mehr mit einbringen und ja, das zeigt einfach auch den Weg der SGS, immer wieder neue Spielerinnen finden, formen und dann an dieses Niveau der ersten Liga heranführen. Und ja, wir können wieder sagen, dass es gut funktioniert bei uns. Es wird ja dann häufig auch dieser familiäre Aspekt mit reingebracht, der bei euch im Verein herrscht. Wie ist es denn auch neben dem Platz, wie wird dieses Mannschaftsgefühl gefördert? Tatsächlich muss ich da sagen, da braucht es gar nicht viel Arbeit, um das zu fördern, weil wir uns auch neben dem Platz oft so noch treffen oder wir gehen nochmal nach dem Training was essen oder irgendwas zusammen machen. Also das existiert einfach, da wird nicht groß geplant oder so, sondern es verstehen sich alle wirklich gut und es sind auf und neben dem Platz wirklich Freundschaften entstanden und das, glaube ich, sieht man dann auch in den Spielen, dass wir wirklich immer unser Bestes geben, wenn es nicht nur für uns ist, sondern auch dann eben für die Mitspielerinnen. Und von daher würde ich sagen, das ist einfach wirklich, wie schon gesagt, super familiär und einfach eine große Gruppe oder ja, genau. Auf der anderen Seite werden dann natürlich, wenn die jungen Talente so gut entwickelt werden, auch von den anderen Mannschaften entdeckt, dass die dann auch den nächsten Schritt machen sozusagen. Mhm. Unter diesen Spielerinnen oder auch mit denen, die jetzt zusammenspielst, gab es da eine oder vielleicht sogar mehrere, von denen du da besonders viel gelernt hast, die dir auch vielleicht als Vorbild so gedient hat? Ich glaube, das habe ich schon mal in einem Interview erwähnt, aber ich sage es gerne nochmal. Wenn ich nochmal mit jemandem zusammenspielen könnte,
Dann ist das ganz klar Marina Hegering. Die hat damals auch in der Innenverteidigung neben mir gespielt und das war einfach eine super Zeit mit ihr. Sie war mannschaftlich nochmal, also für die Mannschaft nochmal super wichtig und hat mir auch extrem viel gegeben, dann auch während der Zeit auf und neben dem Platz. Und das hat schon echt viel Spaß gemacht mit ihr. Gerne weiter an dich, Helene. Ja, dann würde ich sagen, schauen wir nochmal so ein bisschen auf die spielerischen Aspekte. Du bist ja jetzt unsere Spielerin des Monats April gewesen, aber ich würde das auch einfach als Würdigung einer generell sehr starken Saison verstehen. Wir Journalisten haben ja immer so ein bisschen das Ding, dass eher die Stürmerinnen im Fokus stehen, das muss man auch mal selbstkritisch sagen. Manchmal auch die Torhüterinnen eben mit spektakulären Paraden und ja, manchmal geraten dann das Mittelfeld und die Verteidigung ein bisschen aus dem Fokus, aber ich finde auf jeden Fall, du hast eine sehr konstante Saison gespielt. Wie siehst du das denn selber? Wie würdest du dich als Spielerin beschreiben? Ja, erstmal nochmal Dankeschön. Für mich ist das eine Ehre, so einen Titel zu bekommen, weil tatsächlich ist es ja wirklich immer so, dass die Abwehrspieler so im Hintergrund rumdümpeln. Von daher freut es mich wirklich sehr, auch weil ich weiß, was die anderen Spielerinnen so ableisten auf dem Platz. Und ja, ich würde einfach sagen, dass das reinspielt, was ich vorhin schon angesprochen hatte, dass wir eben alle immer weiterkämpfen, immer weiterlaufen und erst dann aufhören, wenn der Schiri abgepfiffen hat. Und ja, so entwickelt man dann auch einfach ja so ein Elan, der dann, ja, es läuft dann einfach immer weiter und dann klappen halt auch offensiv teilweise Sachen, die vielleicht vorher nicht geklappt haben. Und dementsprechend, ich freue mich sehr. Ja, dieses Engagement ist auf jeden Fall eine von deinen großen Stärken, auch ziemlich zweikampfstark, würde ich sagen. Gibt es denn eine Stärke, die du dir noch gerne von einer Mitspielerin oder vielleicht auch von einer anderen Bundesligaspielerin ausleihen würdest, irgendein Skill? Oh, da kann ich direkt sogar zwei nennen. Und zwar ist das einmal die Kopfballstärke, die mir noch fehlt. Und zum anderen ist das die Schnelligkeit. Und wenn ich da so an meine Teamkameradin, die Jackie, denke, das ist schon ein Unterschied. Aber ich meine, sie macht das ja auch gut auf ihrer Position, aber manchmal denke ich mir, sie könnte mir ein bisschen davon abgeben. Ja, du hast ja in deiner Karriere auch schon gegen sehr viele sehr gute Spielerinnen gespielt, auch in der Innenverteidigung oder außen. Da hat man auf jeden Fall viel zu tun. Was würdest du sagen, gegen welche Bundesligaspielerinnen hattest du denn, ja, fandest du es am schwierigsten zu verteidigen oder wo denkst du dir so vor dem Spiel, boah, da muss ich jetzt echt auf 110% sein, um nicht ausgedribbelt zu werden oder so? Ja, im Grunde ist das ja bei jeder Spielerin so, ne? Also ich gehe ja in jedes Spiel rein und versuche, möglichst wenig über meine Seite zuzulassen. Und da muss ich natürlich immer dann aufpassen. Und ich kann mir nicht, also wenn ich dann einmal denke, ach, da brauche ich nur 50% bei der Spielerin, dann läuft die an mir vorbei. Also das geht so eigentlich nicht. So gehe ich auch nie ins Spiel rein. Aber ich muss schon sagen, dass zum Beispiel eine Clara Bühl das extrem gut macht und dass es da schon sehr, sehr schwierig ist, die Seite zuzumachen. Ja, was ist denn deine Rolle so im Team als jetzt eine Spielerin, die schon sehr lange dabei ist, viel Erfahrung auch gesammelt hat? Du willst ja zum Beispiel in der Außenverteidigung jetzt ein bisschen ein Duo mit Beke Sterner, die auch eine super gute Saison spielt, auch gerade verlängert hat bei Essen. Sie ist ja auch schon sehr erfahren, aber vielleicht noch ein bisschen jünger eben als du. Kannst du da den jüngeren Spielerinnen auch was mitgeben? Also siehst du das selber auch so als deine Rolle ein bisschen im Team? Ja, würde ich schon sagen, dass ich eher so eine Führungsspielerin bin. Das heißt, dass ich eben auf dem Platz, egal ob jetzt im Training oder im Spiel, schon dafür sorge, dass wir eine gewisse Stabilität haben oder auch mal taktisch versuche, irgendwas zu ändern oder dass ich eben, wenn andere Spielerinnen Fragen haben, immer da bin, um irgendwie zu helfen und natürlich auch dann im Training auch mal dafür zu sorgen, dass jetzt genug Spaß war und dass wir jetzt wieder arbeiten müssen und die Mädels einfach zusammenzuhalten.
Das mit der Führungsspielerin hat sich vielleicht auch über die Zeit so ein bisschen entwickelt. Du meintest auch mal in einem anderen Interview, dass du am Anfang vielleicht noch ein bisschen schüchterner warst und jetzt auf jeden Fall auch mehr Selbstvertrauen hast. Ja. Wie würdest du sagen, hat sich das so entwickelt, seit du 2013, glaube ich, in Essen gestartet bist, auf und neben dem Platz, deine Entwicklung? Ich würde sagen, das hat sich nochmal komplett gedreht. Also wirklich, am Anfang war ich ja die junge Spielerin, die kaum was gesagt hat, und mittlerweile ist das komplett gekippt. Das heißt, wir versuchen mittlerweile als ältere Spielerin oder erfahrene Spielerin die Jungen irgendwo abzuholen, mitzunehmen und ja, in die Mannschaft zu integrieren. Und da würde ich schon sagen, dass sich auch meine Persönlichkeit dann in dem Sinne, sage ich mal, komplett geändert hat. Ja, alles klar. Dann schauen wir jetzt noch mal so ein bisschen auf die SGS Essen als Verein insgesamt. Adriana? Genau, also klar, mit der SGS als Überraschungsteam diese Saison gab es ja so eine gewisse Storyline, würde ich sagen, aber auch natürlich mit eurem 20-jährigen Bestehen in der Frauen-Bundesliga, was ein sehr, sehr krasses Achievement natürlich auch ist. Wie habt ihr das vielleicht auch als Mannschaft mitgenommen? Habt ihr das mitbekommen, dass es ein gesteigertes Medieninteresse von außen gab oder sowas ähnliches in die Richtung? Wir haben natürlich mitbekommen, dass eben immer mit diesem Slogan, sage ich mal, geworben wurde. Die Anfragen, die Pressearbeit ist natürlich mehr geworden, aber ich würde behaupten, dass das nicht nur deshalb mehr geworden ist, sondern dass es generell irgendwie gestiegen ist. Was uns natürlich freut, weil wir natürlich dann auch sehen, dass der Frauenfußball mehr in den Fokus rückt und ja, dass es einfach mehr Menschen erreicht. Ja, und Helene hat es ja gerade schon gesagt, du bist schon sehr lange bei der SGS dabei, seit du 16 Jahre alt bist. Da haben natürlich extrem viele Entwicklungen, die sind passiert, nicht nur in der Liga, sondern auch bei euch im Verein. Ich erinnere mich gerade auch an den Podcaster, wo ihr über die Eistonne geredet habt. Was war denn für dich trotzdem noch so der Moment da, wo du gedacht hast, boah, jetzt tut sich wirklich was, auch im Frauenfußball oder bei uns im Verein? Ja, ich glaube, ein ganz großer Schritt war, dass wir dann jetzt unseren Trainingsplatz komplett nutzen können für uns, so wie wir es wollen, und nicht wieder von Trainingsplatz A zu B zu C gurken müssen, um dann auszuweichen und dann zwischendurch nochmal auf Kunstrasen spielen müssen, sondern wir sind jetzt wirklich dauerhaft an einer Trainingsgelegenheit oder an einem Trainingsort und können da auch recht lange noch im Winter auf dem Hybridplatz spielen, und das war schon wirklich, ja, wirklich ein großer Schritt für uns. So einfach es klingt, aber es ist wirklich eine große Erleichterung. Inwieweit werdet dann auch ihr Spielerinnen in Entscheidungen mit eingebunden? Also klar, so mit Platz und so weiter, aber auch insgesamt intern, wie kann man sich das vorstellen? Ich meine, klar, es ist ein familiärer Verein, aber auf der anderen Seite will man natürlich dann auch Richtung Profit und so weiter nachhaltig sozusagen investieren. Die Frage verstehe ich jetzt nicht ganz so. Also klar, gibt es natürlich Sachen, die entscheidet der Verein, und also wir haben da jetzt nicht so großes Mitspracherecht. Vielleicht mal, wenn es darum geht, welches Trikot unser Heimtrikot und welches das Auswärtstrikot wird, können wir ein bisschen mitdiskutieren, aber so was die Trainingssachen an oder Trainingsangelegenheiten angeht, da ist der Verein gut im Plan, und die sind auch diejenigen, die das durchsetzen müssen. Und wir konzentrieren uns dann auf das Sportliche, von daher passt das eigentlich. Ja. Nee, ist ja auch gut so. Und ich habe ja gerade schon angesprochen mit der Wettbewerbsfähigkeit natürlich, dass man als einziger reiner Frauenfußballverein natürlich auch in Zukunft da erfolgreich sein will. Da versuchen, ging es ja auch Richtung DFB, jetzt gab es erste Ideen, sag ich mal, wie man auch vielleicht in Zukunft solche Vereine fördern kann, indem man Talentförderung und so weiter noch mehr belohnt. Siehst du da noch irgendwelche Aspekte, die vielleicht da euch sozusagen auch unterstützen könnten in der Zukunft und solche reinen Frauenfußballvereine? Puh, das ist eine gute Frage. Da würde ich natürlich immer direkt sagen, Unterstützung ist nie zu viel da. Also da sollte schon so viel wie möglich investiert werden und verbessert werden,
Auch wenn es darum geht, die Spielerin aus den kleinen Vereinen irgendwie an uns heranzutragen oder eben das Scouting nochmal zu erweitern, beziehungsweise andere Standorte zu machen, wo eben die jungen Spielerinnen aus vielleicht Vereinen, wo sie nur in einer jungen Mannschaft mitspielen, irgendwie auch zusammenzuholen und eine Auswahl zu spielen oder ja, wie auch immer, dann den Mädels eben die Möglichkeit geben, dass sie sich eben auf dieses Leistungsniveau begeben können. Und alle Spielerinnen sollten gefördert werden. Das sollten alle, allen sollte das möglich sein, so wie es im Männer- oder jungen Fußball eben auch schon existiert. Ja, das sehe ich ganz genauso. Ich meine, gerade jetzt in den letzten Jahren, da wo der Frauenfußball wirklich ja immer weiter konstant nach oben geschossen ist mit der Entwicklung, gibt es natürlich jetzt auch die Vereine in der Männerbereich, die nachziehen wollen, vielleicht sogar nachziehen müssen. Gerade bei euch jetzt auch der BVB, der von unten aus sich hocharbeiten will. Mhm. Ist es dann von der Perspektive von Essen klar, auf der einen Seite eine positive Entwicklung, dass es eben mehr Aufmerksamkeit gibt, mehr große Vereine, aber auf der anderen Seite natürlich auch die Konkurrenz auch in der gleichen Region? Oder wie nimmt man das so auch als Spielerin wahr? Also aktuell kann ich sagen, dass der BVB für uns noch keine große Konkurrenz ist. Also das kann man zum einen daran sehen, dass wir eben in der ersten Liga spielen, die nicht. Wir haben einen super, ich sag mal, Unterbau. Das heißt, die zweite Mannschaft, die U17, auch die dritte Mannschaft, wir haben eigentlich ein recht gutes Niveau und wir fangen ja schon recht früh an zu fördern. Also wir haben ja schon, ich glaube, im U11-Bereich oder so, Mädchenmannschaften, die zwar dann bei Jungs mitspielen in der Liga, aber das ist, denke ich mal, noch in weiter Ferne beim BVB. Von daher würde ich sagen, wir sind ganz klar das Zentrum des Frauenfußballs in der Region und ich glaube, das wissen auch alle, die sich dafür interessieren hier in der Gegend. Nee, absolut. Essen ist da natürlich ein großer Vorreiter und gerade solche anderen Vereine, die müssen ja auch erstmal diese ganze Erfahrung auch im Frauenbereich aufbauen, um überhaupt an diesen Punkt zu kommen. Da hilft Geld nicht immer. Deswegen vielleicht nochmal zum Abschluss zu diesem Themenblock. Wie wichtig ist es, dass Clubs wie die SGS, vielleicht nächste Saison auch wieder Potsdam, wie es aktuell aussieht, dass es die im Frauenfußball gibt und dass die gefördert werden, auch in Zukunft? Für mich ist das sehr wichtig, weil wir uns einfach damit identifizieren. Also wir spielen ja nicht umsonst bei der Mannschaft, die alleinig noch verblieben ist in der Liga und eben der einzige Frauenfußballverein ist oder reine Frauenfußballverein. Weil würden wir uns nicht damit identifizieren, dann würden wir nicht da spielen. Und von daher finde ich es unfassbar wichtig, weil es auch einfach zeigt, dass wir das aus eigener Kraft stemmen können. Also wir brauchen keinen Männerverein im Hintergrund, der uns Geld gibt, damit wir dann unterm Strich kein Minus machen, sondern wir schaffen das selber aus eigener Kraft. Und das, denke ich, ist schon ein großes Ausrufezeichen. Und darauf kann man stolz sein und damit kann man sich auch zeigen. Und das ist auch einfach die Arbeit, wo ich mich, ja, wie gesagt, mit identifizieren kann. Und es freut mich, für so einen Verein zu spielen. Nee, es freut einen auch als Fan und Zuschauer, das mitzubeobachten und die Entwicklung auch zu sehen, dass es eben auch auf eine andere Art und Weise geht. Genau, an der Stelle auch wieder zurück zu Helene. Ja, dann blicken wir vielleicht zum Abschluss nochmal ein bisschen auf dein Leben auch neben dem Fußball, weil, wie ich schon erwähnt habe, auch da sehr beeindruckend, Doktortitel in Chemie in Dortmund hast du jetzt abgeschlossen im letzten Jahr. Herzlichen Glückwunsch da nochmal. Dankeschön. Dann natürlich die naheliegende Frage, siehst du irgendwelche Gemeinsamkeiten auch zwischen der wissenschaftlichen Forschung und dem Fußball oder ist das jetzt vielleicht ein bisschen weit hergeholt? Im Vergleich zur wissenschaftlichen Forschung vielleicht nicht ganz so, aber die Arbeit an sich, die ich in der Uni gemacht habe, hat viel mit dem zu tun, was ich jetzt aktuell auch mache im Fußball. Alleine dadurch, dass man eben dann auch dafür eingesetzt wird, Studenten anzuleiten, Gruppen von Studenten irgendwie zu unterrichten. Solche Dinge habe ich natürlich auf dem Platz auch. Das Thema hatten wir ja schon mit den jungen Spielerinnen. Oder wenn es eben darum geht, dass ich mich selber organisieren muss, die Forschung selber
planen muss, durchführen muss. Ich brauche ein Zeitmanagement und da muss ich natürlich auch auf alles achten. Und ja, so doof es klingt, aber es ist ja im Fußball auch so, dass wir eben auf dem Platz immer unser Bestes geben müssen, damit wir eben ein Ziel erreichen. Und das hatte ich in der Uni eben auch. Mhm. Ja. Würdest du sagen, dass du vielleicht auch so einen analytischen, wissenschaftlichen Blick auf den Fußball hast? Interessiert dich das Ganze so ein bisschen Taktik, Boards und so? Oder würdest du sagen, da gibt es jetzt nicht so den großen Zusammenhang? Also da muss ich tatsächlich sagen, da gibt es andere bei uns, die sich da mehr für interessieren. Ich bin froh, wenn ich dann teilweise auch einfach nur auf dem Platz stehen kann und Fußball spielen kann und dann da tatsächlich auch den Kopf mal ausschalten kann, um dann einfach, ja, mein Hobby zu genießen. So ist es ja letztendlich auch. Ne? Ja, in dem Fall ergänzen sich dann für mich auch ganz gut die beiden Aspekte. Ja, was ist denn bei dir aktuell oder hast du schon den Plan, dann nach dem Fußball auch in der Wissenschaft zu bleiben oder was wäre aktuell da deine Idee? Das ist eine sehr gute Frage. Aktuell bin ich noch so ein bisschen am Eruieren. Also ich schaue mir verschiedene Bereiche an, um dann ja zu sehen, wo es dann für mich später hingeht. Okay. Ja, du hast ja auch was Interessantes, dein ganzes Leben so ein bisschen im Ruhrgebiet verbracht, bist auch in Schwerten in der Region geboren. Würdest du sagen, du hast da auch eine besondere Verbundenheit einfach und es macht es vielleicht auch nochmal einfach, dann die ganze Karriere bei Essen zu bleiben und mit der Uni, dann passt alles irgendwie sehr gut zusammen? Ja, definitiv. Also ich bin ein familiärer Mensch, also mir ist die Familie sehr wichtig und wir kommen eben alle hier aus der Ecke und dann war es damals tatsächlich so, dass ich mich an der TU in Dortmund beworben habe und das war für mich immer wichtiger als der Fußball, also dass ich eine vernünftige Ausbildung habe, weil es kann im Fußball super schnell gehen und man ist von heute auf morgen irgendwie verletzt oder wie auch immer und kann nicht mehr Fußball spielen. Und dementsprechend war mir diese Berufsausbildung immer wichtiger und dementsprechend habe ich eben gesagt, okay, ich bin jetzt an der Uni gebunden, dementsprechend bleibt mir quasi nur die SGS als Verein, aber ich bin froh drum, dass sie mich so lange behalten haben und dementsprechend war das für mich immer klar, dass ich hier bleibe und in Essen spiele, von daher passt das super für mich. Ja, in Essen gibt es da wirklich dann perfekte Bedingungen, um das mit dem Studium zu verbinden, das sagen alle Spielerinnen eigentlich. Aber vielleicht in so einem hypothetischen Szenario, wenn es jetzt die SGS nicht geben würde, glaubst du, wäre es dann trotzdem aktuell Fußballerin auf dem Niveau? Ich glaube nicht. Also das fing ja schon dann in der U17 an, dass ich eben irgendwo etwas höher spielen wollte und da war ja nur die SGS da und das war schon ein echt weiter Weg, den ich dann damals immer gemacht habe mit Bus und Bahn und also während der Schulzeit und weiter weg wäre es einfach nicht möglich gewesen, irgendwie zu organisieren und von daher glaube ich nicht, dass ich sonst jetzt hier sein würde. Okay, dann machen wir zum Abschluss immer noch so ein paar ganz schnelle Fragen, wo du einfach nur kurz zwischen zwei Antwortmöglichkeiten entscheidest, aber du kannst auch noch was Drittes hinzufügen vielleicht. Okay. Erste Frage nämlich, BVB oder Schalke? BVB. Okay, das dachten wir uns jetzt vielleicht mit Dortmund schon, ja. Aber ja. Dann Grätsche auf der Linie oder selber ein Tor schießen? Grätsche auf der Linie. Muss man da als Verteidigerin natürlich auch immer sagen. Ja, das ist tatsächlich auch, also finde ich, ein sehr schönes Gefühl, wenn man dann nochmal in letzter Sekunde retten kann und dann das Gegentor verhindern kann. Mit Essen doch nochmal den DFB-Pokal gewinnen oder in die Champions League einziehen? DFB-Pokal. Definitiv. Also wir waren ja nur zweimal im Finale, konnten ihn noch nicht gewinnen und wer weiß, alle guten Dinge sind ja drei. Ja, das war ja wirklich eine sehr dramatische Geschichte, auch das letzte Finale gegen Wolfsburg. Also oh ja. Wow, dieses Spiel bleibt, glaube ich, allen Fans immer in Erinnerung. Das schnelle Tor und dann hin und her 3-3 nach regulärer Spielzeit Elfmeterschießen, das war echt ein Wahnsinn. Ja, wir hätten natürlich gerne gewonnen, aber so ist das im Fußball leider.
Ja, dann vielen Dank, Lena, für das interessante Gespräch. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ja, dann alles Gute noch für den Saisonendspurt jetzt mit der SGS und für die nächste Saison natürlich. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.